Wir laden euch ein, einen intimen Blick in einen typischen österreichischen Bauernhof zu machen. Dass du nicht Knäpf zumachen kannst, das liegt nicht an den Knäpf, weil sie so klar sind, sondern an deinem Umfang, gell? Ja, komm mal, Oma. Alles muss man selber machen, alles machen. Ja, warum stehst du es bald auf? Ist nicht mehr viel Arbeit für dich. Weißt du, ich bin mit dem Hund rausgegangen und außerdem gibt es eh einen Haufen Arbeit. Ludwig, bitte sag das einmal, das stirbt mich, wenn es immer noch bearbeitet. Schließlich ist ja deine Mutter. Ja, aber deine Schwiegermutter. Und außerdem, es gibt heute so viele Zwetschgen. Von Nachbarn sind schon vierte, die helfen alle zusammen. Bloß uns geht überhaupt nichts weiter. Kommt man da mal die Leute anladen, dass ich mal weiterfahren kann? Später dann. Wann später? Wollt ihr Feuer haben? Du sag einmal, schreibt man Zwetschgen jetzt mit der Rechtschreibung mit K oder mit G? Ludwig, in deinem Fall ist das ganz egal, wie du das schreibst. Schreibe Zwetschgen. Ja. Ludwig, hast du heute schon Wein bestellt und sagst mir nichts? Ich weiß von nichts. Wie braucht Weine bestellen? Ich komme von selber. Können wir in Stall und die Felder anschauen? Was? Unsere? Ja. So. Wenn's was zum Trinken. Ja, bitte, ein Saft oder Wasser. Ja, bitte schön. Bier. Sonntags, sollt viel trinken. Wenn du deine Knäpfe wieder mal siehst beim Heim, dann kriegst du wieder ein Bier. Der ganze Betrieb wird biologisch bewirtschaftet? Ja. Umstellungskurs haben Sie besucht? Sie. Ja. Ausreichend Nagelkapazität für Gülle und Jauche ist vorhanden, jawohl. Kein Embryotransfer? Ja, da sind wir ja eh schon zu alt dazu. Aus dem Bett, Fenster und Tür aufmachen, durchlüften, das Wasser im Bulli ist schon kalt, Bulli einschalten, Schmutzwisch sortieren, Weißwisch, Buntwisch, Arbeitswisch, die Waschmaschine befüllen mit der Weißwisch, Hund auslassen, Garten, gleich Schnecken klauen, Mistbedarf machen, Blumen und Gemüse gießen, Stallgeld. Vorwaschgang von der Milchmaschine einschalten, mittlerweile kein Warteraum umtreiben, Milch selber Ratten zusammensetzen, Milch schleudern herrichten, Milch Kirnmilcher keibert wurden, angeheibert sind, Durchfalltropfen geben, Milch einzahlen für den Käse, Milch schleudern waschen, Milchstand waschen, Milch kann man auskühlen und aufwaschen. Ich muss mir beim Traktor, beim Radio einmal einen Sender suchen. Ich habe schon 3 Tage keine Nachrichten gehört. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist auf der Welt. Mit dir hat's den Stall gehen. Fertig kochen. Weißt du das eh? Nach dem Essen hätte ich dich aber mal gebraucht. Allweil steht mir lange bei der Arbeit hierbei. Beim Nachbarn, da wird's zum Übergehen. Ja. Stellt euch vor, keiner taumt schon. Er hat ihren Namen abgenommen. So muss. Du! Das Schlafen in der Früh war voll lang. Das weiß ich. Die Tür duft erst um 11:30 Wäsche aufhängen. Also im Bikini, aber die im Garten. Ja, hättest du das früher gegeben? Na, jetzt hat schon öfter ein Leibe an. Ich meine, dass mein Bauch nicht so sieht. Gestern haben die allen den ganzen Nachmittag einen langen Stein gehabt. Na und schau um mich, die geht am höllierten Tag mit dem Kinderwagen spazieren. Beim Heim, da sitzt sie am Traktor, dabei war so viel mit der Hand zum Rechnen. Ich weiß nicht, ob die was ist für der Bayerin. Die geht ja nicht einmal jeden Tag in den Stall. Sie kommt mir in letzter Zeit oft ziemlich abgearbeitet und müde. Alt wird's halt auch schon. Was kennt ihr denn schön? Ja, sie braucht ja nichts mehr. Aber was weiß, wenn ihr da einen Gutschein gab, dass ein Tag oder zwei in der Therme fahren könnt? Ich mach es da ja gut. Ich möchte schon lange wieder einmal mit dem neuesten Traktor und mit dem Zorgsanhänger unbeobachtet zurückfahren über. Wenn sie einmal ein paar Tage nicht da war, da tat
Lady in ihr Biogartel gehen und mit einem gescheiten Korn die Schnecken einmal den Garten ausmachen. Wenn sie einmal ein paar Tage nicht da war, da darf ja ich wieder mal die erste Bäuerin sein. Ach du, ich hab so traurig, mir da grad, was der Abend Frühling, der Maus kommt da, der ist da draußen und ich, alle Hände voll zu tun. Ja, ich weiß das, es gibt zwei Sorten von Bäumen. Die einen sind daheim und die anderen gehen in die Arbeit. Und die, was daheim sind, arbeiten beim Maschinenring. Und die sind dann weniger daheim als die, die was in die Arbeit gehen. Wie schaut es denn aus? Wir müssen gleich 10 Uhr was arbeiten, sagen Sie einmal. Das ist doch schon eine alte Frau. Müssen das nicht. Na geht's, da zahlen Sie mir ja, was tun denn Sie noch am Hof arbeiten? Zwetschgenglauben. Na geht's, das ist aber wirklich nicht schön. Sie müssen ihn entspannen. Hängen Sie nur da, wo Hängematten hin, dann sind Sie einen Lieblingsbaum haben im Garten, gehen Sie. Ein Zwetschgenbaum. Genau. Psychologische Beratung, positiv denken, liebe junge Frau. So, also, jung und alt sitzt beieinander, der Bauer schläft. Jetzt habst du überhaupt keinen Stress. Ich bin die Nummer 222 für 88278. Ich bin ein Schwarzpumpe. Ich bin die Läuse, Pinzgarin. Was eine blöde Nummer. Für was? Aha. Jetzt muss ich an die frische Luft. Ja, nein. Mich wundert das nicht so, wie du ausschaust. Lauter Alter und sonst nichts. Na, ich krieg alles, was ich für 10.000 Liter Milch brauche. Und wir sind 70 so gute Kühe im Stall. Yes, ihr werdet so sicher gefüttert, wie holen wir das so. Sag einmal, was ist denn da drinnen in deinem Fertigfutter? Hm? Alles wissenschaftlich untersucht. Östrogene, Fette, Kohlenhydrate. Mein Bauer hat extra Beratung gehabt. Meige, und sicher dieses Gensoja aus Brasilien. Nein, mein Bauer, der war noch nie in Brasilien. Das Kind im Sekt vom Lamahaus. Was sind denn das für Mini-Kühe? Ach so, das sind die Kälber, das sind natürlich auch heraus, das ist ja klar. Du machst die Kinderbetreuung selber. Am Vormittag das Yoga, am Nachmittag Qigong, den Bauern wird schon bang. Wer hätte das gedacht, die Bäuerin erwacht. Der Bauernbündler kommt, die Blumentöpfe bleiben leer, rote Lippen stehen ihr sehr. Wer hätte das gedacht, der Bauer, der verschlaft. So, was soll denn das werden da mit 15, 70? Was eh, du hast gerade abgestockt. Mein Kuhbestand erweitern. Ich habe jetzt 15 Kühe und dann würde ich auf 70 gehen. Einmal 70? Das habe ich ja schon lang. Ist eh klar. Na, aber wenn du schon so viele Kühe hast, wie du mir bürger. Das macht alles der Roboter. Nein. Ist eh klar. Du bist ein Roboter? Sicher, das haut super hin. Nein, da darf mir mein Vater nicht mit. Da brauchst du eh keinen Vater mehr. Beste Grüße mit einem herzlichen Glückwunsch und Dankeschön. Einen Blumenstrauß, bitte, Zilli. Dankeschön. Und? Lagerhausfunktionär? Und? Bezirksjägermeister. Zilli? Ja. Ich komme heute Abend mit ein paar Gästen, ja. Ja, zum Anfüttern. Geh. Koch was Gutes, ja. Und geh noch zum Friseur, ja. Sie hat gepflegt zwei ganze Jahre. Und hat er jetzt einen Schlagel gehabt, oder was?
Nein. Habt ihr es nie gehört? Von der Lauten ist auch weggefallen. Jetzt kriegt sie auch noch ein paar schöne Jahre. Eine Kreation wunderbar pflegeleicht, abwaschbar, für jede Figur und für jedes Alter geeignet. Für diese Kreation haben wir diesmal nicht den Herrn Lagerfeld gewonnen, sondern sogar das Lagerhaus. Sei es zum Beispiel bei den privaten Geburtstagsfeiern oder auch bei der Gemeinderatssitzung. Und wenn Sie dieses Modell käuflich erwerben wollen, Sie finden es unter dem Namen Die Ostöffnung. Eine Kreation, die wunderbar pflegeleicht dazu noch ist, höhenverstellbar für jedes Alter. Besonders natürlich Spritzwasser gesichert, bedeutet auch jetzt geeignet für Eröffnungen von Brücken zum Beispiel. Mit grüner Silofolie. Bitte beachten Sie hier an der Hüfte diese geflochtenen Bänder als Schutz vor sexuellen Übergriffen. Die Bauern sterben. Das Land blüht auf. Die Bauern sterben. Aber wir leben!